Einige der Kemi haben sich hier scheinbar auch eingefunden. Jo, das ist doch schön. Poltax, wieso schmeißt du denn die Hälfte weg? Das ist die Hälfte, die man nicht isst. Seht ihr, man knackt sie mit den Zähnen und dann mit der Zunge den eigentlichen Kern heraus. Und die Hülle, die kann man wegwerfen. Ach so, okay. Habt ihr sie etwa ganz gegessen? Natürlich nicht, natürlich nicht. Natürlich nicht, nein. Jetzt wisst ihr es jedenfalls. Die sollen also gar nicht so hart schmecken. Boah. Nein, nein. Esst ihr alle zum ersten Mal Preiusblumenkerne? Es schmeckt, als hätte ich Holz im Mund. Ja, dann habt ihr es falsch gemacht. Seht ihr, ihr müsst das so machen und dann... Ja, ist was für den kräftigen Backenzahn, das würde ich auch sagen. Also, aber mir komm, jetzt geh zu den Herren und Damen da vorne hin und stell uns vor. Ich schaue etwas pikiert erstmal auf die Spur, die wir lassen aus Preiusblumenkernen. Nun gut. Barre Fontana! In spes, Karok, Jenk, Octel, den Des? Was? Ah, hallo Fremde. Wie können wir euch helfen? Wir verstehen auch Brabaki, aber Mittelreich nicht gut, nicht gut. Sehr schön. Zeigt uns den kürzesten Weg zum Preiustempel. Ah, kein Problem. Kommt mit, kommt mit, kommt mit. Es gab hier viele Preiustempel. Kommt mit. Er hält seine Hand auf und du kannst sehen, es sind nur wenige Meter von Marktplatz über den Rondra-Tempel zum Greifenplatz mit dem gewaltigen Kuppelbau. Ah, ich glaube, ich sehe ihn schon. Nein, ich muss euch führen. Er steht gefährlich, ja? Ich habe kräftige Begleiter. Oh, ich habe Frauen und Kinder. Ich drücke ihm einen Beutel Preiskerne in die Hand. Hier, davon kann ich auch nicht leben. Aber es ist lecker. Boltax, bezahl den Mann. Ich habe kein Geld. Ja, dann solltet ihr euch jetzt anschaffen. Nein, dann müsste ich ja Leute bezahlen. Aber ja. Für was sollen wir denn jetzt bezahlen? Die Kuppel sehen wir doch von hier aus. Ja, lass uns gehen. Genießt die... Sehr lecker. Boltax, müsst ihr auch mit diese Kerne auf den Boden schmeißen? Ah, das sind die Schalen. Hm. Ja, wie auch immer, Schalen, Kerne, wie auch immer. Das gehört sich nicht. Das ist schon in Ordnung, das ist eine mittelreichische Stadt. Der Sonnentempel sieht aus wie aus dem antiken Bosbaran. Schlecht kopiert, aber immerhin, er gehört hier irgendwie nicht hin, aber es ist das städtische Wahrzeichen. Ihr könnt tatsächlich erkennen, während ihr dann auf den Greifenplatz hereintretet, neben euch, hinter euch auf der linken Seite noch irgendwo der Rondra-Tempel, der hinter diesem gewaltigen Kuppelbau einfach runtergeht. Da sitzen wohl oben einige größere Katzen, die wohl geflügelt sind. Wohl keine Chimären, so wie es aussieht, aber schon sehr spielerisch, wie sie da oben rumtollen in der Sonne, Lichtbaden, beziehungsweise so ein bisschen im Regen. Die Sonne ist noch am Untergehen, sie versuchen so die letzten Strahlen zu genießen, aber die glänzende Kuppel und auch die ganzen Lichter, die hier aufgebaut worden sind, hellen sie wohl trotzdem immer noch. Oh, schaut mal. Seltsame Tiere, Katzen mit Flügeln. Was sind das denn für Viecher? Katzen mit Flügeln. Naja, so weit habe ich das auch gesehen. Ich dachte, du sagst jetzt vielleicht so einen schlauen Namen, den keine Sau versteht. Azus Flüglos. Schön war, dass wir das auch geklärt haben. Kenne ich den Namen dieser Tiere? Ja, war für meine Tierkunde. Habe ich schon. Haben wir. 12. Plus 12? Ja, plus 12. Nee, das reicht nicht. Keine Ahnung. Doch, ich habe eine plus 13, ja. Maximal. Also Abelir wird es schaffen. Ach, da oben, ja, ich hatte eben nur bei Boltax und Rafim gesehen. Greifkatzen. Hey, die scheinen wohl diese legendären Greifkatzen zu sein. Die sind wohl, nun ja, erwählte Tiere des Sonnenfürsten. Aha, na gut, das beeindruckt mich jetzt weniger. Hey, sie sind äußerst selten, aber sehr zutraulich, wenn man ihr Vertrauen gewinnt. Ihr könnt auch noch vernehmlich sehen, wie eine auf einer großen Ratte herumkaut, die sich wohl irgendwann mal vom Boden aufgeklaubt hat und mit den Flügeln da wieder nach oben gestiegen ist. Sie scheint sich außerdem um die örtliche Rattenpopulation zu kümmern. Ein sehr gutes Zeichen. Gut, dass ich Groschow nicht mitgenommen habe. Der wäre jetzt durchgedreht und hätte sie die ganze Zeit angekläfft. Nun ja, das würde sich wohl nicht gehören hier in dieser Stadt. Seht ihr? Ich habe voraussichtlich mitgedacht und habe ihn nicht mitgenommen.
Ja, ihr könnt euch am mächtigen Säuleneingang im Inneren noch einmal kurz waschen, die Hände, die Füße und die Arme so ein bisschen, auch wenn ihr vom Regen natürlich doch etwas sauberer seid, aber es ist natürlich dann noch ja, Pflicht, heilige Pflicht. Zumindest stehen dort eben die Waschbecken und wenn ihr dann ins Innere kommt, bleibt ihr unvermittelt, unwillkürlich stehen, um noch einmal das Innere dieser mächtigen Kuppel zu bewundern. In der Mitte ist natürlich ein großes Loch, wo das helle Licht dann des Südens auch noch auf den Boden vordringen kann und einen gewaltigen Sonnenkalender auf dem Boden freigibt, der teilweise auch an die Wände noch angemalt worden ist. Und dort auf dem Inneren könnt ihr erkennen, wie noch im Restlicht ein Geweihter sitzt, im Schneidersitz, seine Augen nach oben gedreht, sodass man nur noch das Weiße erkennen kann. Und zu eurer Überraschung wachsen ihm Flügel aus Licht aus den Schulterblättern. Aha, ein Loch in der Decke. Und inwiefern ist jetzt mein Loch von letzter Woche schlechter als dieses Loch? Ich verstehe es einfach nicht. Nun, dieses Loch ist geplant. Euers ist mutwillig Zerstörung. Meines hatte ich auch geplant. Es war mein Plan, dieses Loch anzufertigen. Es dient aber nicht der Statik. Oh, seht mal, der ist aber tief in Meditation. Ich glaube nicht, dass wir den stören sollten. Ich denke auch nicht. Guck mich mal nach so einem Leben um. Soll ich ein Silenzium wirken, dass er nichts mitkriegt? Zaubert nicht hier im Tempel. Seid ihr verrückt? Warum? Du kannst ein Leben erkennen, beziehungsweise ein Novizen. Ja, Novizen, genau. Der ist wohl gerade damit beschäftigt, so kleine Fleischstückchen für die Greifkatzen in Form zu schneiden. Steht da wohl mit so einem Schneidbrett und irgendwelchem ja wohl hochqualitativen Fleisch in der Ecke und schneidet. Guten Preis zum Gruße. Preis zum Gruße, zum Gruße. Was müssen wir tun, um den Hochgeweihten dieses ehrenwerten Tempels zu sprechen? Nun, der Hochgeweihte ist Solaria und die Morundu. Er ist zugleich der geheime Inquisitionsrat, müsst ihr wissen. Er ist der Ansprechpartner für magische Bedrohungen, aber als Legat und Stellvertreter und Wahrer der Ordnung des Südens ist das Praionor di Baligur. Ich glaube nicht, dass ihr mit Solarion sprechen könnt. Er sitzt seit 3 Jahren dort und... Wir nehmen den mit den magischen Bedrohungen, denn wir haben eine magische Bedrohung. Ich glaube, da geht es um den Weltuntergang oder so etwas, habe ich... Also er sitzt seit 3 Jahren dort. Ich frage ihn einmal, einen Moment. Entschuldigt, seid ihr euch sicher? Ich ziehe Boldorfer zurück. Warum? Wir nehmen auch mal diesen Praiobur vorlieb, wenn das nur tut... Praionor, meint ihr? Praionor. Aber hätte es nicht seine Ordnung, wenn wir den richtigen Praios-Geweihten zur richtigen Sache ansprechen? Naja, Boltax, der meditiert. Vielleicht kann ich euch auch helfen. Also worum geht es denn? Um einen Paktbruch. Das ist natürlich eine üble Sache. Wollt ihr zu den Golgariten gehen? Nein, wir wollen hier zu eurem Praios-Hochgeweihten. Praionor. Ja, aber das sind ja beides Hochgeweihte. Der Zeit hat. Ja, richtig, der dann da nicht sitzt mit Flügeln. Ja, das könnt ihr natürlich tun. Also, das ist natürlich eine sehr politische Angelegenheit. Je nachdem, zu wem ihr geht, den unterstützt ihr dann ja natürlich auch. Was? Wir wollen hier keine Politik betreiben, wir wollen einen Paktierer abliefern. Ja, aber hier ist alles politisch. Was ist daran unverständlich? Bringt uns einfach zu diesem Praionor. Inwiefern ist das politisch? Ich meine, wir haben doch nicht wirklich die Wahl. Sollen wir jetzt den mit den Flügeln aus Licht ansprechen, wenn er jetzt schon 3 Jahre dort sitzt? Nein, auf keinen Fall. Ja, dann haben wir doch nur eine Wahl. Er nimmt mittlerweile Lichtnahrung zu sich. Ich wette, er nascht heimlich Praios-Blumenkerne. Nein. Ich habe ihn beobachtet. Es ist sehr meditativ, ihn einfach nur zu beobachten. Er ist Sonnenschauer und schaut nur in das Licht. Er muss nichts trinken und nichts essen. Er ist das Licht. Ist das gesund? Und was macht er in der Nacht? Das Licht scheint immer hier in Hotalim. Selbst ja, nachts? Ja, natürlich, das ist die Sonnenstadt. Okay, lass uns zu diesem Praionor gehen. Aber wie gesagt, das ist politisch. Ich glaube nicht, dass der Fürstprophet einfach zu diesem Praionor. Ja, wartet hier bitte. Wer seid ihr denn überhaupt? Ja, wir sind die Helden des Mittelreichs. Mir ja Morenas und Gefährten. Okay, ich sag ihm einfach, das kann ich mir eh nicht merken. Ich sag ihm, die Helden kommen.
Wir haben hier noch eine Autogrammkarte. Die wurden mal von uns gezeichnet. Das sind Sammelkarten. Seht ihr? Oh. Ja. Das bin ich. Mal mein Anfass Gesicht. Ist das sowas wie eine Visitenkarte? Die kenne ich aus dem Hochhausreich. Ja, gewissermaßen. Ja, Moment, ich sag dem Prio nur. Oder soll es ein normaler Geweihter sein? Kann das auch sein? Nein, es wäre schon wichtig, dass es ein Hochgeweihter ist. Gut, ja. Und nimm noch die Raphim-Sammelkarte mit, aber die will ich wieder haben. Die hat einen silbernen Rand und ist limitiert. Die ist sogar unterschrieben. Na ja. Gut. Ich bleib noch hier. Ich gehe. Ja, damit überlegt er noch kurz, was er mit dem Fleisch machen soll. Streift sich dann so ein bisschen die Hände an seiner Schürze ab und legt die dann weg und verschwindet dann hinter dem Säulengang. Ungefähr 10 Minuten später könnt ihr erkennen, wie Prayonur die Baligur mit einer großen Greifkatzenmaske auf dem Kopf auf euch herantritt. Er sieht, ob das was mit dem Prayoskul zu tun hat, sieht merkwürdig aus, aber unter dieser Greifkatzenmaske könnt ihr goldblondes Haar erkennen und seine blauen Augen, die unter der Maske hervorschimmern. Er ist unglaublich opulent gekleidet und trotz seines... Ihr könnt sein Alter einfach nicht einschätzen, weil es steckt unter der Maske, aber er sieht noch sehr drahtig aus. Nickt euch dann zu und wiegt so ein bisschen abschätzig seinen Kopf. Preis zum Gruß, eurer Arbeit. Preis zum Gruß. Ich bin Prayonur, der 7. die Baligur. Und ihr habt euch für mich entschieden. Ausgezeichnet. Nun, ja. Uns wurde nicht viel Wahl gelassen. Geht doch um das Brechen eines Paktes und wer kriegt das besser hin als ihr, nicht wahr? Das ist richtig. Seht ihr? Und dann kommen wir gleich zum... Eigentlichen. Wir haben einen gefährlichen Magier dingfest gemacht und wir konnten ihn überführen der Paktiererei und der Ketzerei durch unseren Haus- und Hof geweihten Jalan. Ich weiß nicht, kennt ihr euch? Er sagt mir gerade nichts, nein. Ich habe hier eine Sammelkarte von ihm. Und das ist er. Er hat sich leider in unserer Bordkapelle eingeschlossen und ist wohl am Meditieren. Er hat gesagt, wir müssen unbedingt hier nach Hotalem kommen, um den Paktbruch durchzuführen und etc. etc. Ihr kennt das ja. Ich war lange in Drohl, daher, nein, mit dem Mittelreich habe ich bisher wenig mitbekommen, aber ja, ich hörte von den Helden, nur wusste ich nicht, wie sie aussehen. Ihr seid Horasier? Ich bin Droler. Nun ja. Das Drohl gehört offiziell zum Königreich. Offiziell? Zum Horst. Ich habe gehört, dort gibt es sehr schöne Spitze. Drohler-Spitze, ja. Ja. Aber das ist etwas für die Rayanis. Mittlerweile, nun, ich habe Hotalem als meine neue Heimat gewählt. Nun, wie steht es mit dem Paktierer? Du kannst mal eine Staatskunst würfeln, vielleicht hast du ja was mitbekommen. Okay. Ich erschwere sie um 3 und alle anderen um 7. Zählt zur Waltung wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Ich habe die 3 vergessen, aber dann sind es immer noch 16. Wow, was? Es gab ein Anfang Zar 1029 gab es ein missglücktes politisches Manöver von ihm, was ihn dann dazu veranlasst hat, dass er von Drohl nach Hotalem geflohen ist. Er ist zumindest der Wahrer der Ordnung, ja, das ist richtig. Aber man hat ihn dann in Drohl wohl nicht mehr so sehr mit offenen Armen willkommen geheißen. Also tatsächlich kirchlich und politisch ein Schwergewicht in Herrschaftsstrukturen. Und dass so eine mächtige Person jetzt hier Hotalem als Ziel gewählt hat und Drohl aufgegeben hat, das ist natürlich ja, hat für viel Stoff im Horasreich gesorgt. Man hat viel am Hofe darüber gesprochen. Hey, ich glaube, mich an euren Namen zu erinnern. Aber, nun ja, jetzt seid ihr hier und erfüllt Prayos Willen. Wo könnte man das besser tun, als dort, wo die Prayos Wille und sein Antlitz allzeit erscheint? Korrekt. Also gut, ein Paktierer. Sehr wohl, wir können uns diesem annehmen. Welchem Erzdämon hat er gehuldigt?
Den Gegenspieler der Sinne. Und er ist gewillt, diesen Pakt zu brechen? Nun, er, was hat er gesagt? Schien zumindest gewillt, ob er es nun aus Spaß oder, nun ja. So, das ist nicht spaßig. Ja, das wissen wir, er vermutlich auch, aber er sagte zumindest, er wäre gewillt, diesen Pakt zu brechen. Gut. Er wird auf alle Fälle danach sterben, das ist ihm hoffentlich klar. Ich denke ja. Schon. Gut. Dann eine weitere Heldentat, die ihr auf eurer Liste und auf euren kleinen Karten ergänzen könnt. Nun, sollen wir ihn euch bringen oder wollt ihr Sonnenlegionäre ausschicken? Nun, wir werden die Golgariten verständigen. Ich denke, das ist am sichersten und dann werden wir gemeinsam mit den Golgariten diesen... Nun, Schelm würde ich ihn nicht nennen, denn seine Dinge sollte man nicht verharmlosen. Man sollte ihm dann gemeinsam mit den Golgariten ein Ende bereiten. Wir werden diesen Golgariten auch entsprechende Anweisungen geben, was zu beachten ist und was zu unterlassen ist. Anweisungen an Golgariten? Nun ja, dieser spezielle Paktierer verfügt über, nun ja, Geschenke, Gaben seines Herrn. Also werdet ihr Hinweise geben, keine Anweisung? Nennt es Hinweise. Gut, dann werde ich die Novize, Praiomur, komm her. Verständige Kutari Mabu Weserhotep und Kutari Nebib. Sie sollen hierher kommen und gerüstet mit einigen Golgariten auftauchen. Sehr wohl. Der Junge geht ab. Nun, ich hätte noch eine Frage. Es hieß vorhin, die Sonne würde hier immer scheinen. Ist dem wirklich so? Dies ist die Sonnenstadt. Ist das ein Ja oder ein Nein? Die Sonne geht wie im Rest von Avedurien zu gewöhnlichen Zeiten unter. Also wusste es. Er sagt, was hat es mit diesem Herrn dort, ich sage mal, auf den meditierenden Preisgeweihten auf sich? Der Illuminatus, er ist entrückt. Er hat das einen Zweck? Ich denke, dass er mit meiner Verschiebung der Heimat sehr unglücklich war und nun versuchte, mich zu übervorteilen. Indem er meditiert? Das scheint mir ein sehr, nun ja, ineffektives Mittel zu sein. Nun, er fühlt sich seinem Gott Praios dadurch näher und er mag sich nicht gerne mit mir abgeben. Ich schaue etwas irritiert bei seiner Redewendung, seinem Praios. Nun ja, und ihr leitet in der Zwischenzeit den Tempel? Korrekt. Interessant. Ich bin der Wahre der Ordnung des Südens. Damit unterstehen mir alle Praios-Tempel. Und das hat ihm wohl nicht ganz gefallen. Nun, ich bin mit der Aufteilung der Machtgebiete der Praios-Kirche nicht vertraut, aber gibt es nicht auch ein Wahre der Ordnung in Alantha? Nun, es gibt viele Wahrer der Ordnung, aber der des Südens bin ich. Dann werdet ihr es vielleicht sicherlich mit einem Wahrer der, weiß ich nicht, die andere Kirchen haben andere Wahrer. Dann war das ein anderes Gebiet. Das wäre möglich. Ich kenne mich nicht aus mit der, Protektoratspolitik der Praios-Kirche. Nun, seht ihr, die Boron-Kirche hat einige Zweifel an den ketzerischen Tätigkeiten der Alanfana geäußert und wir hier in Hoth Alem sind die einzige Bastion, die Boron und Praios noch richtig verehren. Ja, das ist wohl wahr. Ich vermute, es ist eine schwere Aufgabe inmitten all dieser Ketzer. All dieser Ketzer, ihr sagt es. Gerade wenn man aus Drohl kommt, dem erhabenen Drohl. Da muss man sich ja sogar gegen die Horasier zur Wehr setzen. Nun, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Drohle ist ein wichtiger Bestandteil des Horasreiches. Ja, und das wissen die Drohle auch. Oh, wart ihr schon einmal in Belhanka gewesen? Das war auch sehr schön. Und ich habe die Städte bereist, ja. Nicht ganz so schön, aber... Wie gern würde ich wieder einmal ins Horasreich sehen. Durch die Straßen kurzlich schlendern. Dann bleibt doch etwas in Hoth Alem. Ich meine, dass unsere Architektur sich mit dem des Horasreiches messen kann. Nun, es scheint mir eine etwas kunterbunte Mischung zu sein. Na. Da bin ich wieder. Ihr könnt erkennen, wie jetzt auch zwei Golgariten angetreten sind, die nicht so sehr über den typischen
golgarithischen Rüstung verfügen. Und sie scheinen wohl auch mit Raphim und Diamantes beide abschätzig zu mustern. Vor allem Kutari Mabum Wesser-Hotep fällt auf, den ihr erkennen könnt, weil er eine andere Maske auf dem Kopf trägt, ist unglaublich gestählt, unglaublich konstituiert, wie er da mit seinem freien Oberkörper eintritt. Und ist das eine Schädelmaske? Irgendein merkwürdiger Kult, wie gesagt, aber hoffentlich Puninch, so war es eben zumindest vermutet. Alan Fahner. Ja, ein ganz besonderes Vergnügen, euch kennenzulernen. Ja, ihr seid Raphim, ja. Ja, das ist korrekt. Erwählte das Chor. Ja, unter anderem. Hm. Wollt ihr dabei sein, wenn der Mann da seinen Pakt bricht? Weil ich denke, der wird hier ordentlich was auftauchen. Davon gehen wir aus. Aber wenn jemand einen Pakt bricht, dann tun es die Ugariten. Ich hoffe, ihr Borondiner aus dem Norden kriegt das auch hin. Ich meine, ihr braucht ja ab und an ein paar Anweisungen. Wir sind südlicher gelegen als hier im nördlichen Alanfada. Wenn ihr nicht mal euren eigenen Gott als Götterfürsten anerkennen könnt, dann seid ihr nicht besser als diese aus dem Norden. Tun wir. Diamantes, ihr seid immer noch genauso diplomatisch wie ein Kanonenschlag. Ich hab doch ihre Blicke gesehen, wie uns sehr abfällig angeschaut haben. Warum ja, manchmal kann man aber auch recht haben und die Fresse halten. Das schließt sich nicht aus. Wie kannst du dir sowas nur gefallen lassen, Raphim? Ich bin über die Streitigkeiten der Kirche erhaben. Weiß ich doch um die Erfolge von Raphim. Aber dich kenne ich nicht. Reiß dich zusammen. Ja, außerdem werden die dich sonst gleich umbringen. Und das ist jetzt vielleicht nicht besonders hilfreich, wenn wir vorhaben, einen Pakt zu brechen, deine Seele zu retten. Aber vielleicht kann ich dieses aufgeheizte Gespräch beruhigen. Möchte jemand Preiosblumenkerne? Ich habe noch eine halbe Tüte, bitteschön. Gerne, danke. Die riesige Hand greift zu und er nimmt sich grazil mit einem Finger 2-3 Kerne. Naja, wenn es möglich wäre, wenn ihr während ihr alles vorbereitet, würde ich gerne noch einmal meditieren. Darf man hier meditieren, während der gute Mann da seine Sonnenflügel hat, oder ist das nicht gern gesehen? Es gibt draußen ein Chor, Rondra-Tempel. So, dann nehme ich doch den auch. Ach, den? Ja, da sind wir so dran vorbeigelaufen. Genau. Der Vorsteher ist Utah, hat die Hesa. So, ist er eher südlich eingestellt oder wie ein nördlicher Rondra-Geweihter mit ihren seltsamen Ansichten über Chor, wo man ihnen ab und zu mal eine fetzen muss? Ich dachte nicht, dass das was mit Norden und Süden zu tun hat, sondern mit Armbrüsten oder Speeren. Naja, die im Norden sind schon ein... Na, nicht alle, das möchte ich jetzt auch nicht behaupten, aber einige von denen sind schon ein seltsames Völkchen. Ich kenne mich mit den Salutaristen und sowas nicht aus. Sprich mit ihm. Ja, vielen Dank. Abelmir, braucht ihr mich noch? Nein, ich denke, mit diesen beiden Herrschaften sollten wir den Gefangenen hierher transportieren können. Wenn wir ihn nun ja diskret und konkret unsere Empfehlungen mitgeben bezüglich der Behandlung. Unternehmen ist so klein. Hier geschieht nichts, was sich irgendwie verbergen lässt. Die Sonne scheint ewig. Nun ja, und es ist recht warm. Das ist wohl wahr. Und es ist schwül. Also verdammt. Los. Holen Gut. wir den Paktierer. Ja, so wird angeschlossen von Kutari Narbo Weserhotep und Kutari Nebib, der nicht spricht, weil er ein Schweigegelübde hat. Es sind gewaltige Krieger, die dann neben euch marschieren und er deutet dann nur mit einem Fingerzeig in Richtung des Rondra-Tempels, den du natürlich auch erkennen kannst, der dort in einem, du würdest auch sagen, horasischen Stil liegt. Es ist nicht so sehr alanfanisch geprägt, aber nicht ungastlich, würdest du meinen.
Und so können die anderen in Richtung des Schiffes gehen. Gemeinsam mit den Golgeriten. Hm. Nun, Abelmir. Ja? Ihr habt gesagt, die Architektur wäre hier zusammengewürfelt. Was habt ihr damit gemeint? Nun ja, seht ihr dort diesen Gipfel, diesen Giebel des Hauses und dort dieses kreisrunde Loch über der Eingangstür? Ein Medaillon, nicht wahr? Nicht ganz. Wie gesagt, hier treffen sich verschiedene Baustile des Nordens und des Südens und es passt alles nicht zusammen. Seht ihr das nicht? Aber ergibt das nicht einen ganz neuen eigenen Stil? Nun ja, wenn ihr das in diesem chaotischen Stil bevorzugt, dann ja. Ich habe nicht gesagt, dass er mir gefällt. Im Gegenteil, ich bevorzuge gute zwergische Handarbeit. Aber die findet man ja auch im Mittelreich nur sehr selten. Oder im Horasreich. Das ist richtig, aber wie gesagt, hier hat sich über die Laufe der Jahrhunderte ein Baumeister neben dem anderen ausgetobt, ohne Sinn und Verstand. Angbar sah vor der Katastrophe richtig schön aus. Oh. Ja, man sollte dieses, nicht niederbrennen, aber nun ja, etwas strukturierter aufbauen. Ich hoffe, dass die Bestrebungen in die richtige Richtung gehen. Aber ich mache mir da wenig Sorgen. Angbar wird von vielen Zwergen frequentiert und ich denke, das kriegen wir schon wieder hin. Nun, ich dachte auch mehr an diese Stadt, aber gut. Ach so, ja, nun. Man sollte meinen, in einer preisgefälligen Stadt wäre etwas mehr Ordnung vorhanden, aber wie kann man so bauen? Weiß es nicht. Also wie man so bauen kann, weiß ich schon. Man setzt einen Stein über den anderen. Aber ja, ich finde es jetzt auch nicht besonders ästhetisch, da habt ihr recht. Aber ich denke mal, hier gibt es einfach wenige Zwerge, die das Ganze richtig in die Hand nehmen könnten. Ja, vermutlich gibt es auch nicht eine vernünftige Bauordnung.